Was ist die Lehre? Die Lehre des Islam. Was sagte der Prophet alayhi salatu salam? La tutruni kama atrad an-nasara ibn Maryam. Innama ana abdun fakunu abdullahi wa rasulu. Ich bin nur ein Diener. Er sagte, übertreibt in eurem Lob zu mir nicht so, wie die Christen ihrem Lob gegenüber dem Sohn der Maria übertrieben haben. Sagt, ich bin nur ein Diener. Deswegen sagt Diener Allah und sein Gesandter. Eine Person kommt zum Propheten und sagt, was Allah willst und was du willst. Dann sagt der Prophet, wehe dir, was Allah alleine will. Sag, was Allah, sag, was Allah will und dann, was du willst. Der Prophet hat vor Horoskopen gewarnt, vor Wahrsager gewarnt, vor aller Arten von Omen gewarnt, außer in bestimmten Sachen. Ja, das heißt, vor jedem falschen Aberglauben. Und er hat dazu aufgerufen, dass man nur Allah alleine anbetet.